grundsätzlich bin ich von allen Spielern überzeugt. Ja, vor allem von meinen Stürmern. Da kommt ja momentan hauptsächlich Jani Serra oder Benny Giert oder Aaron Seidel, der jetzt neu dabei ist, in Frage. Für Jani spricht einfach, dass er extrem viele Wege macht, dass er extrem gut verteidigt, nach vorne verteidigt, er Räume freizieht für die Mitspieler. Benny hat absolute Qualitäten in der Box, aber vom Spielstand ist es natürlich auch immer abhängig, wer wann spielt, und momentan ist Jani auch in den Trainingseinheiten noch einen Tick vorne, wobei ich aber mit den anderen Jungs auch sehr zufrieden bin. Weil es das Spiel nicht zugelassen hat, dass ich noch einen weiteren Wechsel vorgenommen habe. Zudem bin ich ja kurz vor Schluss auf die Tribüne verbannt worden und dann konnte ich es erst recht nicht tun. Fischbrötchen habe ich noch gar nicht gekauft. Ich war Fischessen direkt am Strand, in Strande, in Schilksee. Da war ich schon Fischessen, aber Fischbrötchen an sich habe ich noch nicht gekauft. Wir bekommen nach den Spielen direkt Essen, ob es auswärts ist oder zu Hause. Das regelt aber meine Physioabteilung oder mein Athletiktrainer. Die kümmern sich darum, welche Nahrung da optimal ist, um es direkt nach dem Spiel den Spielern zuzuführen. Ja, der Opa war Ungare, also der Vater meiner Mutter war Ungare, und darum habe ich auch den zweiten Namen Laszlo. Logischerweise analysieren wir Spieler und Spiele. Und dementsprechend versuchen wir sie in unsere Philosophie einzugliedern oder dementsprechend Spieler zu verpflichten. Und von daher schauen wir uns viele, viele Spiele und Spieler auch an und versuchen sie dann für unseren Kader dann dementsprechend auszuwählen. Wenn man das Spiel direkt oder genau betrachtet gegen Regensburg, dann war es extrem schwer, ins Gegenpressing oder ins Pressing zu kommen. Erstens, weil der Torhüter des Gegners den Ball bis in die andere Hälfte geschossen hat. Wenn ich dann teilweise meine Sechser sehr hoch schiebe, um ins Pressing zu gehen, und die werden immer wieder überspielt, dann ist es unglaublich schwer, wenn der Gegner überhaupt gar nicht dazu bereit ist, am Spiel teilzunehmen und Pressing zu überspielen direkt, dann ist es für uns natürlich auch schwer, ins Pressing zu kommen. Und von daher hat es das Spiel einfach nicht zugelassen, aber grundsätzlich wird man Pressing und Gegenpressing sehen, wenn es der Gegner dementsprechend auch zulässt. Aber Gegenpressing ist ein extremer Faktor bei uns am Spiel, und dementsprechend will ich das natürlich auch immer sehen.